Und solange bis der halt repariert ist, spawnen dann auf der Lane richtig heftige Fuck. Ja, okay, ich meine, hab ich nicht gesagt. Hallo Leute und herzlich willkommen zur ersten Runde League of Legends. Und ja, was soll ich groß sagen? Ich bin Caitlyn, wir spielen 5 gegen 5 und da das hier das erste Game ist, würde ich sagen, erkläre ich euch mal so ein bisschen, worum es geht. Das habe ich euch ja versprochen. Erstmal muss ich hier so, zack. Und ja, also, für die Leute, die League of Legends nicht kennen, es ist erstmal kostenlos. Also, wenn ihr es testen möchtet, könnt ihr es natürlich machen. Wie gesagt, kostet einfach nichts. Im Gegensatz zu Minecraft jetzt zum Beispiel. Aber ich finde das, also dafür, dass es kostenlos ist, ist es einfach ein so unnormal gutes Spiel. Ich würde sogar, insgesamt würde ich schon fast sagen, besser als Minecraft. Obwohl Minecraft ja schon echt, ja, relativ viele Spielmöglichkeiten hat, aber... Naja, auf jeden Fall geht es eigentlich darum, also es gibt ja zwei Teams, da sind jeweils 5 Spieler drin. Und es geht eigentlich nur darum, den gegnerischen Nexus zu zerstören. Das ist dieses große Ding hier. Oder bei uns ist es halt dieses Ding hier. Der wird beschützt und zwar von diesen Türmen, die machen extrem viel Schaden. Und natürlich von den Spielern, also von den 5 Spielern hier. Also hier unten sind die Gegner und das hier sind wir. Und außerdem spawnen, glaube ich, alle 30 Sekunden diese kleinen Soldaten, die halt auch einfach durchlaufen wollen. Die können aber eigentlich relativ wenig, die sind nicht so stark. Ja, das, was man eigentlich macht, ist die ganze Zeit lang Gold farmen. Das sieht man hier unten links. Da kann man sich nämlich bessere Items kaufen und die können dann natürlich, ja, wie man es halt aus den meisten Spielen gewohnt ist, die bringen dann meinetwegen mehr Angriffsschaden und so weiter und so weiter. Und was man sich da für Items kauft, hängt vor allem davon ab, was man denn für eine Art von Spieler ist. Also die Leute, die man spielt, das sind sogenannte Champions oder Champs halt. Und ja, die können halt diverse Sachen. Und der wird mich jetzt rangraben. Oh Gott, das war richtig bad. Naja, egal. Ja, ich kann nicht reden und gleichzeitig spielen, das geht gar nicht klar. Auf jeden Fall ist es halt einfach so, dass man quasi diverse verschiedene Klassen quasi hat, kann man sagen. Und es kommt halt eigentlich drauf an, wie man halt spielen möchte oder gegen was für Gegner man spielt, was man sich so kauft. Und ich bin ja zum Beispiel, also es ist quasi so der Angreifer quasi. Also es ist halt ADC, was ich hier gerade spiele und das möchte ich auch später vor allem spielen halt, die Klasse. Und ja, das ist halt, also der Sinn vom ADC ist quasi einfach richtig viel Damage zu machen und die Gegner komplett wegzuficken vom Damage her. Und ja, keine Ahnung, das finde ich ganz cool, das mache ich gerne und hier Caitlyn ist auch mein Lieblingschamp, den ich gerade spiele. Und ja, also insgesamt gibt es aber, ich glaube, 123 Champions oder so oder 124, glaube ich. Und die haben halt alle natürlich verschiedene Eigenschaften, verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Vor- und Nachteile. Jeder Champ hat dann nochmal hier unten so ein paar Attacken, die er machen kann. Das sind halt, also die bedient man halt mit den Tasten, die da stehen, also meinetwegen mit Q, W und E. Und er natürlich. Und das sind so quasi Special-Angriffe, die man machen kann. Die können halt auch ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel hier meine Q kann so einen Pfeil schießen, der hier durch alle durchgeht und viel Damage macht. Und ich muss das Kanonieren bekommen und ich habe es nicht geschafft. Scheiße. Und ja, also es ist ein bisschen blöd zu erklären, weil es halt eigentlich ganz einfach ist. Man spielt halt zu fünft und jeder hat halt verschiedene Eigenschaften und dann muss man einfach den Nexus vom Gegner zerstören und das ist eigentlich alles. Aber das ist halt relativ viel taktisches Spiel, weil man sich halt überlegen muss, ja, wo gehe ich jetzt hin, ist es schlau, da jetzt reinzugehen und so weiter und so weiter. Aber es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, also wenn ihr ein neues Spiel sucht, was ihr spielen könnt, dann kann ich euch das echt nur empfehlen. Ist wie gesagt auch kostenlos und das finde ich einfach so beeindruckend an dem Spiel. Das ist einfach so unnormal gut. Meiner Meinung nach sogar fast besser als Minecraft. Es gibt Weltmeisterschaften davon und das Spiel ist einfach umsonst, das finde ich so krass. Und das war richtig gut gemacht von ihm. Oh, kacke, nein. Da flashe ich mal. Die hat einfach den Kill bekommen. War gut. Ja, okay, ist auch egal. okay, der Flash war jetzt ein bisschen unnötig, das müssen wir nicht sagen, aber ich bin ja auch nicht der beste Spieler. Also ich bin im Moment Level 24 oder so und spiele erst seit 1,5 Monaten, glaube ich. Von daher, ja, ihr müsst mir jetzt nicht sagen, wie schlecht ich bin. Ich weiß, dass ich gar nicht mehr der Beste bin. Ich mache auch ein paar richtig unnötige Sachen oder baue falsche Items oder so, keine Ahnung. Ich weiß es ja, aber ich probiere ja immerhin, mich zu verbessern. Das ist die Hauptsache. Und ich finde, ich bin auch schon besser geworden als am Anfang. Also am Anfang war ich ja deutlich schlechter. Aber mittlerweile verstehe ich das Spiel sogar so ein bisschen. Und ja, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß, kann ich euch nur sagen. Und ich kann nicht gleichzeitig reden und spielen. Es geht einfach, aber am besten, weil es geht nicht. Hier, ihr seht, wie ich komplett den ganzen Farm fail. Also, man nennt es halt Farm, wenn man die Minions killt, weil man macht eigentlich nur den letzten Hit, damit man das Gold bekommt. Weil die anderen Hits sind ja unnötig hier, die bringen ja gar nichts. Dude, komm raus da. Komm bitte, raus. Nice. Okay. Oh fuck. So, da schieße ich mich mal gegen. So, zack. Oh, der crappt mich jetzt wahrscheinlich gleich. Oder auch nicht. Hä? Ist er nicht? Oh Gott.
Ja, ich spiele die ganze Zeit, also man kann halt die Kamera so lose haben, wie ich es normalerweise habe, aber wenn man da auf Leertaste drückt, dann ist sie halt so fest und das mache ich voll oft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. Oh ja, der war gut. Oh Kacke, der ist so low, ne? So, den kriege ich aber. Bitte. Oh, kommt da jemand? Oh fuck, habe ich nicht gesehen. Den kriege ich, glaube ich, sogar. Den Chaco. Jetzt da unsichtbar, ist ja lustig. Und da ist er wieder. So, also ihr seht schon, unsere Minions hier sind komplett am Durchpushen. Und der Tower macht halt, wie gesagt, richtig viel Damage. Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt, aber auf jeden Fall muss man halt zum Beispiel bei dem halt relativ taktisch spielen, dass man halt nicht der Erste ist, der da den ganzen Damage bekommt und so, weil der Tower Damage ist eigentlich richtig unnötig, weil der ist einfach vermeidbar, wie gesagt. Und ja, deswegen. Also es ist, ich weiß nicht, es ist. Auf der einen Seite ist es einfach so, wenn man das Spiel spielen möchte, dann muss man natürlich erstmal so ein bisschen lernen, finde ich jetzt so. Also muss ich zum Beispiel, also muss jeder, wie gesagt, ne? Aber wenn man das Spiel jetzt nicht so unbedingt spielen möchte, dann ist es halt ein bisschen blöd zu verstehen, würde ich sagen. Also so war es bei mir am Anfang. Also ich habe ja schon im Juni 2013 mal League gespielt mit ein paar Schulfreunden. Und da meinten die alle, ja, spiel mal mehr und so. Und ich dachte mir dann immer so, ja, nee, kein Bock eigentlich. Und dann habe ich es lieber gelassen und habe mich auch nicht wirklich fürs Spiel interessiert und habe mich da halt auch nicht so wirklich reingedacht. Aber mittlerweile habe ich da halt selber Lust zu und dann geht das natürlich auch viel besser. Und ja, ich wäre jetzt nicht raufgegangen, ehrlich gesagt. Ja, toll. Weil wenn man im Tower steht, also der hat ja so eine gewisse Range, und wenn man in seiner Range einen Gegner angreift, dann wird man von dem Tower fokussiert. Und normalerweise werden halt vor allem die Minions angegriffen. Und deswegen, wenn man unterm Tower halt jemanden. Oh fuck. Ja, wenn man unterm Tower jemanden angreift, dann wird man halt selber angegriffen quasi und stirbt dann daran. Weil der halt echt, wie gesagt, ziemlich viel Damage macht. Und ja, ich fail hier gerade den kompletten Farm und der Hund bellt. Nice. In der ersten Aufnahme seht ihr mal wieder meinen wundervollen Hund. Naja, so. Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen aufs Farmen, weil ich noch ein ganz kleines bisschen Geld brauche. So, jetzt habe ich auch meine Ulti. Also die Ulti, das ist die R-Attacke, das ist quasi die beste. Die kann man nur auf Level 6, 11 und 16, glaube ich, verstärken. Also man kann die Attacken hier auch immer verstärken. Da seht ihr ja, bei jedem Level, das man bekommt, kann man die Attacken halt verstärken. Und Level bekommt man halt, wenn man Sachen tötet, also durch Erfahrung einfach. Und wenn man halt ein Level höher ist, kann man einen von den Attacken verstärken. Und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Also es ist so ein gutes Spiel. Ich komme da gar nicht drauf klar, wenn ich ehrlich bin. Das ist echt gut. Gut gemacht und so. Ja, also es ist auf jeden Fall echt toll. Wenn ihr Lust dazu habt, dann könnt ihr auf jeden Fall euch das Spiel auch holen. Ist wie gesagt auch kostenlos. Also manche haben mir gesagt, dass sie gedacht haben, das kostet was und dass sie deswegen nicht spielen wollen. Also ich habe nämlich so ein paar Leute halt gefragt, ob sie mit mir spielen wollen. Also nicht so gute Leute, damit ich erstmal so ein paar Leute auf meinem Niveau quasi habe, mit denen ich zusammen anfangen kann. Und da meinten einige halt, ja, ich würde hier gerne spielen, aber es kostet ja was. Und dann meinte ich so, nee, das kostet doch gar nichts. Und ja, keine Ahnung. Also ist eigentlich ganz lustig. So, ich warte jetzt nochmal kurz, bis ich mir hier den Schuh noch kaufen kann, weil ich den eigentlich ganz praktisch finde. Vor allem, weil ich jetzt auch dieses, also wie gesagt, man kann sich hier so Sachen kaufen. Und ich habe mir zum Beispiel hier so ein Schwert gekauft, das macht 50 Attack Damage mehr. Das ist ziemlich gut eigentlich. Und die Schuhe, ja, die bringen halt Geschwindigkeit. Eigentlich ist das Spiel gar nicht so schwer zu verstehen. Das meiste ist halt relativ logisch, wenn ich ehrlich bin. Also, ich weiß nicht, man muss ein bisschen dahinter kommen, aber dann ist es auch schon logisch, was man halt so macht, quasi. Und ja, das macht eigentlich alles Sinn. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt noch erwähne, aber ich versuche euch das Spiel so ein bisschen schmackhaft zu machen, weil es echt ein gutes Spiel ist. Und ich weiß halt gerade in der Minecraft-Community ist es ja oft so, bah, du spielst League of Legends. Aber mir früher ja auch so, also die Leute, die League of Legends gespielt haben, die waren nicht so ganz beliebt, sage ich mal. Also natürlich, wenn die Leute an sich cool waren, dann waren sie auch beliebt und so. Aber also es gibt ja viele Leute, die jetzt aus der Minecraft-Community so League of Legends hassen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Also ich finde, es gibt entweder die Leute, die. Es gibt quasi drei Arten von Minecraft bzw. League-Spielern. Und zwar sind da einmal die Leute, die Minecraft und League spielen, so wie ich. Na okay, wobei ich spiele kein Minecraft mehr, also nicht mehr so viel. Aber naja, sowas halt. Dann gibt es die Leute, die Minecraft quitten und League of Legends spielen. Und es gibt die Leute in Minecraft, die einfach alle League of Legends-Spieler hassen. So, keine Ahnung. Oder halt die Leute, die das Spiel spielen, nicht mögen. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht direkt von Hass reden, aber. Ja. Oh, das war Fail. Ja, das war unnötig, okay. Ja, wie gesagt, ich spiele halt nicht so perfekt, kann man sagen, aber ich finde, es geht einigermaßen. Das ist die Hauptsache.
Vor allem den Champion, den ich hier spiele, Caitlyn, der hat eigentlich ein ganz gutes Early Game, also der ist am Anfang relativ stark. Später dann aber nicht mehr so stark. Oh, ich bin weg, Jungs. Komm, oh fuck. Ja, okay, der Heal kam ein bisschen zu spät. Meine Schuld. Oh, Kacke. Na egal, ich komme da eh noch weg. Dann haben wir meinen Heiltrank. So, dann schieße ich den einmal ab. Okay, ich hab's nicht geschafft. Fail. So, einer ist hier im Gebüsch, glaube ich. So, war klar. Okay. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte ihn ja abschießen. Wenn ich ihn treffen, das wäre so lustig. Ha, easy. Ja, das war meine Ulti jetzt zum Beispiel. Also, die ist heftig eigentlich. Also, wie gesagt, ein ADC, das, was ich jetzt gerade spiele, die Klasse quasi, die macht halt vor allem Damage und kriegt halt die Kills. Oder beziehungsweise kriegt man halt die Kills, damit man noch mehr Damage macht. Und ja, deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn ich die Kills abstauben kann, so mehr oder weniger. Also, es ist nicht wirklich gut, aber dafür sind die Attacken halt vor allem gemacht, dass ich halt die Kills bekomme. Also halt Damage und so weiter. Ne, ihr wisst Bescheid, habe ich hier schon ein bisschen erwähnt gerade. Ja. Keine Ahnung, es ist ein bisschen schwierig jetzt so über alles zu reden, weil, also am Anfang, wenn ich so League of Legends so ein bisschen erklären muss, quasi, also ich will es nicht erklären, weil das Spiel ist halt echt cool und wenn ihr, wie gesagt, kein League of Legends spielt, dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist echt ein cooles Spiel und wie gesagt, umsonst, es schadet ja nicht so quasi. Das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die Runden halt so lange dauern, aber na okay, was sollen die denn machen? Die können ja nicht irgendwie die Map noch kleiner machen oder so, keine Ahnung. Ja. Nice. Sie hat den Minion bekommen. Vor allem der Typ da, der gerade meinen Support spielt, Morgana, der meinte am Anfang auch ADC, also man, also bevor das Game losgeht, kommt man in so einen Chatraum und da schreibt man dann meistens so, was man will und dann sucht man sich auch den Champion aus, mit dem man spielen möchte. Und er meinte halt auch, er wollte halt die Klasse spielen, die ich spiele, dieses ADC. Also halt, dass man die ganzen Damage macht und so. Oh, kacke, ich hab keinen Mana. Und dann meinte, also ich habe es aber zuerst geschrieben und das ist eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz quasi, dass wenn man als erster schreibt, man es halt machen darf, so, keine Ahnung, ist ein bisschen dämlich, aber macht man halt so. Und dann meinte er so, ja, okay, supporte ich dich halt, obwohl er es nicht kann und dafür finde ich, macht er das ganz gut. Also er ist noch nicht so oft gestorben, ist die Hauptsache. So, ja, vielleicht geht ihr jetzt nochmal so zu, an sich Aufstellung kommen, und zwar seht ihr rechts unten hier so eine Karte. Und da geht es einmal den oberen Weg, den mittleren und den unteren. Das ist halt die Top-Lane, die Mid-Lane und die Bot-Lane. Also Bot von Bottom halt, ist ja klar. Und ja, und das ist halt meistens so, dass es quasi schon aufgeteilt ist, wer wo spielt. Also ADCs spielen meistens mit einem Supporter auf der Bot-Lane. In der Mid-Lane sind dann so Leute, die vor allem so Fähigkeiten, also mit ihren Fähigkeiten Damage machen und nicht mit den Normal-Hits, wie ich das mache. Also es sind ja die Auto-Attacks quasi, mit denen ich viel Damage mache. Und ja, auf der Top-Lane spielen dann halt auch wieder quasi andere Leute. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären quasi. Okay, was heißt quasi? Ist halt ein bisschen schwierig zu erklären. Aber es ist meistens schon so mehr oder weniger aufgeteilt, welcher Champion halt wo spielt. Was auch eigentlich ganz nice ist, weil, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, es ist einfach so schwierig, das Spiel zu erklären. Also, ich glaube, ich habe es euch jetzt relativ gut erklärt. Man muss halt Gegner schon Nexus kaputt machen und das war's. So mehr oder weniger. Okay, warte, ich zeige jetzt was Cooles. Und zwar kann man sich mit dieser E-Attacke, mit der man sich so wegboosten kann und den Gegner verlangsamt, kann man sich auch so über Sachen rüberschießen. Das finde ich auch richtig lustig eigentlich. Ja. Ich farm jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Mein Farm ist ehrlich nicht so geil. So. So. Ich muss mal kurz gucken, wie teuer das die KDU ist. Okay, ich brauche noch 400 Gold ungefähr, dann kriege ich schon ein richtig gutes Item eigentlich. Man kann sich die Items auch quasi zusammenbauen. Also jedes Item, also die teuren Items zum Beispiel, die bestehen halt aus mehreren günstigeren Items quasi. Und die kann man sich dann halt erstmal kaufen. Dann hat man schon mal so einen kleinen Effekt quasi. Und oh fuck, ich glaube. Okay, der Heal war unnötig. Naja, auf jeden Fall kann man sich dann halt diese günstigeren Items erstmal kaufen, damit man schon mal ein bisschen was hat und nicht die ganze Zeit halt sparen muss, weil dann hätte man ja quasi einen Nachteil gegenüber dem, der sich schon so schlechtere Items kauft. Und dann kann man sich davon, also dafür wird dann quasi der Preis von dem besseren Item herabgesetzt. Das ist auch ganz geil eigentlich. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich länger hier bleibe, sterbe ich. So, ich hole mir den nochmal. Oh fuck, das war Fail. Oh, da nochmal reinschießen. Diese großen Kanonendinger, die geben ziemlich viel Gold, also mehr als die anderen auf jeden Fall. Ich
So, zack. Anscheinend kein Mana mehr. Wenn ich den jetzt abbekomme, gehe ich nochmal zurück zum Shop. Okay, hat gut funktioniert. Warte, wie viel Geld brauche ich? 2250, ne? Oh shit, dann brauche ich noch 75. So. Nice. Ups. Okay. Ich weiß nicht, ob ich flashen sollte. Okay, das war ein bisschen useless eigentlich, aber ist auch egal. Ich gehe mal lieber zurück, bevor ich sterbe. Ja, so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so, was ich in der ersten Folge jetzt so ansprechen soll. Weil, keine Ahnung, ich meine, ich kann euch ja jetzt schlecht irgendwie, keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht so wirklich über das Game reden, wie ich es später vielleicht mal kann, wenn ich besser bin. Aber ja, ich habe jetzt probiert, euch das Game zu erklären und würde ich sagen, rede ich jetzt noch mal ein bisschen so über das, was so in meinem Leben so passiert, keine Ahnung. Weil ich habe nicht bald Ferien. Ich komme mal kurz auf mein Handy hier, zack. Also ich habe jetzt noch eine Woche Schule. Und dann habe ich am 31. oder so, habe ich schon Ferien. 3 Wochen lang dann. Dann habe ich, glaube ich, 2 Wochen Schule und habe dann noch eine Woche Ferien. Weil unsere Schule hat das ganz schlau gemacht mit den beweglichen Ferientagen. Also mit den Ferientagen, die man sich quasi aussuchen kann, wo sie hin sollen. Damit haben sie so richtig geile Brücken gemacht quasi. Das ist eigentlich voll geil. So, und der ist jetzt auch tot. Nice. So. Würde ich sagen, machen wir jetzt den Tower hier mal fertig. Den sollte ich bekommen. Ja. So. Aber das wird auf jeden Fall cool, weil wenn ich Ferien habe, dann kann ich auch wieder quasi nachts zocken und tagsüber schlafen. Boah, das habe ich in den Sommerferien... Okay, das wollte ich nicht, lol. Jetzt habe ich nämlich in den Sommerferien mal so gemacht. Und zwar hatte ich ja, für die, die es nicht wissen, ich hatte 10 Wochen Sommerferien. Weil ich... Also ich hatte halt meinen Realschulabschluss gemacht und man konnte halt nicht mehr auf der Schule machen, wo ich war. Und dann war es quasi so, als würde ich die Schule verlassen und hatte dann halt so am Ende vom Schuljahr richtig viel frei. Also richtig viele Wochen noch frei, irgendwie 4 Wochen oder so hatte ich länger frei und die Wochen davor hatte ich eh nichts gemacht. Weil ich meine, was macht man denn? Man lernt so ein bisschen, dann schreibt man die Arbeiten und das war's eigentlich. Und ja, dann hatte ich halt, wie gesagt, 10 Wochen frei und das war so krass, das hat sich so richtig geändert, das hat sich irgendwie 10-mal geändert oder so in den Ferien, die ich hatte. Am Anfang war es zum Beispiel so, dass ich, am Anfang war es zum Beispiel so, dass ich halt noch ganz normal pennen gegangen bin, irgendwie um 10 Uhr oder so. Das geht ja noch eigentlich, finde ich, von der Zeit her. Und dann später war es aber so, Alter, wie er es überlebt, kriege ich noch, oder? Hoffen wir mal, Bestes, nice. Naja, und auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich am Anfang so noch relativ normal ins Bett gegangen bin. Und dann später war es irgendwann so, dass ich um 10 Uhr morgens ins Bett gegangen bin. Und dann war es irgendwann 3 Uhr nachmittags. Und dann ist es wieder normal geworden. Das war richtig lustig eigentlich. Aber sowas kann man, finde ich, nur machen, wenn man halt quasi mal längere Zeit frei hat. Also so, keine Ahnung, Sommerferien so normal. 6 Wochen sind, finde ich, schon okay. Ich mache nochmal schnell den Tower hier fertig. So, zack. Und ja, keine Ahnung, das war eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich war es ganz witzig. Oh, Dude, komm raus da, bitte, nein. Oh, Mann. Mein Support. Meine Morgana ist gestorben. Die ist eigentlich für gut. Also dafür, dass sie halt nicht so gut ist. Hä? Das hat gar keinen Sinn gemacht, aber ist scheißegal. Ah, den hole ich mit dem Pantheon. Oh, fuck. Da hätte ich vielleicht nicht raufgehen sollen. Ich mache da mal eine Trap in und dann gehe ich jetzt mal back. Eigentlich hätte ich den noch locker holen müssen. Naja, ich bin da noch nicht so der beste Spieler eigentlich. So, ja, für die Leute, die das Spiel so ein bisschen kennen, ich kaufe jetzt erstmal, das hier. Also ich kaufe jetzt erstmal so, weil, oh warte, ich kann noch das Durans Blade verkaufen, dann habe ich das noch so. Weil, also für die Leute, die das Spiel jetzt kennen, sage ich es mal, und zwar kaufe ich mir dieses vampirische Zepter eigentlich voll gerne, weil es halt diesen Lebensraub da hat, diesen 8%, das ist schon relativ cool halt, um auf einer Lane länger zu bleiben, finde ich. Und deswegen kaufe ich mir das meistens so und jetzt hole ich mir halt statisches Schiff noch. Und ja, das nur nebenbei so, weil, keine Ahnung, ein Kumpel von mir meinte mal, warum ich das so dämlich mache. Und ja, deswegen ist es so, deswegen mache ich es so dämlich. Oh. Okay, das war nicht so der Boss-Move gerade. Ich könnte mal ein bisschen Help gebrauchen. Oh, lol, ich habe den bekommen. Oh, wie viel Damage ich mache. Lol, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich so krassen Damage mache. Ich habe gedacht, ich krieg die nicht. Oder nee, warte, ich habe gedacht, die sind so mehr tanky, dass sie sich halt bessere Rüstung oder so kaufen. Aber haben sie dann wohl nicht gemacht.
Naja, ist ja besser für mich eigentlich. So. Ja, bis jetzt läuft die Runde eigentlich, also es sieht ganz gut aus. Na, wobei, ich habe die Hälfte von unseren Kills insgesamt und das ist eigentlich schlecht, weil ich bin schlecht und wenn ich denn schon so viele Kills von unserem Team habe, dann ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen. Ist der Drache schon wieder da? Nö, ne? Okay, ich hole mir mal dieses komische Vieh hier. Weil, ihr seht ja, hier sind so manche Sachen schwarz, also wenn man da nicht ist, kann man da nicht hingucken. Und dieses Vieh bringt quasi so ein Teil, dass man da halt hinsehen kann, sondern das nennt man Ward. Die kann man sich auch kaufen im Shop, aber ja, wie gesagt, die kann man sich halt auch kaufen, aber der hier ist halt umsonst und kriegt dafür sogar noch Geld, dass man den killt halt. Das finde ich jetzt ziemlich nice. Aber da braucht jemand Hilfe, habe ich gehört. Ich heal ihn mal. Ja, es war klar, dass er jetzt rankommt. Oh lol. Warum kriege ich die alle so easy? Ist ja voll krass. Und jetzt kann man nochmal hier von oben. Und schön auf den ADC gehen. Oh, easy. Jo, ich bin weg, Jungs. Oh fuck, das ist. Nein! Ich hab gedacht, das ist einer aus meinem Team. Oh, scheiße, das war schlecht. Oh, ich hatte so ganz kurz gesehen, dass da niemand ist und ich habe gedacht, der ist aus meinem Team. Fuck, ich bin ihm voll in die Arme gelaufen. Ich hätte einfach in die andere Richtung escapen können. Naja, ist auch scheißegal. So, ich kaufe mir dann. Oh, was kaufe ich mir denn noch? Gar nichts mehr, glaube ich. So, ja, bis jetzt geht die Runde eigentlich 8-1. Das ist ganz okay. Ich habe immer noch die Hälfte von unseren Kills. Das ist eigentlich nicht so geil. Der Trinder mehr von denen scheint ganz gut zu sein. Der hat schon 5 Kills und hat 136 Farm, also 136 Minions quasi gekillt. Ja. Ich glaube, ich gehe da unten einfach mal irgendwo hin. Ich könnte natürlich auch Chaco holen. Also ich habe halt noch nicht so die Erfahrung in League of Legends, deswegen weiß ich nicht so, was halt das Schlauste wäre zu tun. Aber ich probiere halt schon immer mein Bestes zu geben. Und das wird sowieso mit der Zeit irgendwann kommen. Also ich glaube, wenn ich 1000 Spiele noch mehr habe, dann weiß ich auch, also oder habe ich so ein bisschen mehr Erfahrung, schätze ich mal. Ich könnte da unten mal Hilfe gebrauchen, eigentlich. Hallo, irgendjemand hilft. Ey. Warum hilft mir denn? Leute, meine Trap steht da immer noch. Wie lange steht denn die da schon? Oh, fuck. Okay, ich habe den nicht getroffen, das war bad. Das war knapp. Okay, nice. Ja. Also, ich weiß nicht, ich kann eigentlich gar nicht so viel zu dem Spiel noch erklären, weil es gibt einfach viel zu viel zu erklären. Und wenn man es lernen möchte, dann lernt man es halt so selber quasi. Alter, schaut euch diesen Damage an, das ist doch nicht mehr normal. Lol. Okay, das war übrigens wegen dem Item hier, was ich habe, also Static Shift oder Shift, dann kann man, also hier seht ihr das, wenn das auf 100 ist, macht man so einen Blitz beim nächsten Angriff. Der attackt dann halt so ein paar mehrere Leute. Das ist halt relativ heftig eigentlich, wenn ihr mich fragt. Den hole ich mir jetzt aber noch, oder? Nein, er ist geflasht. Ich hätte sonst meine Ulti auf ihn gemacht. Schade. Ich gehe mal schnell top, weil der da gerade am Durchpushen ist. Also eigentlich hat das Spiel auch gar nicht mehr oder gar nicht mal so viel damit zu tun, wer halt die meisten Kills hat, sondern es kommt halt echt eigentlich nur aufs taktische Spielen quasi an. Also hier jetzt zum Beispiel keiner war auf der Botlane und der Typ hat jetzt einfach hier so ein bisschen durchgepusht und holt jetzt fast den Tower und wenn das halt so extrem weitergeht, dann ist er irgendwann am Nexus quasi und zerstört den. Was ich noch kurz erzählen könnte, ist, es gibt ja den Nexus, wenn der kaputt ist, ist das Spiel zu Ende. Und dann gibt es auch mal diese kleinen Nexus-Dinger quasi, die nennt man Inhibitore. Und wenn die kaputt sind, dann kriegt der Gegner einen richtig heftigen Minion auf der Lane. Also hier auf der Lane würden dann so, ich glaube, solange bis der halt wieder repariert ist, also der repariert sich nämlich, der Inhibitor, und solange bis der halt repariert ist, spawnen dann auf der Lane richtig heftige. Fuck. Ja, okay, ich meine, hab ich gesagt. Naja, auf jeden Fall spawnen dann also richtig heftige Minions. Und die sind halt ziemlich stark und die sind auch für Champions halt relativ krass. Vor allem, was ist da los? Die sind da zu fünft. Und die anderen pushen da nicht durch. Warum holt ihr den Tower nicht? Also ich bin nicht jemand, der. Also ich würde jetzt nicht unbedingt auf die Kills gehen, sondern ich hätte jetzt den Tower hier zerstört. Weil ich meine, die hätten den locker easy bekommen und dann hätten die schon den anderen fast holen können. Und naja, ist auch egal. Also ich weiß, ich spiele eher so taktisch, glaube ich, und gehe nicht so auf Kills eigentlich. Was eigentlich ziemlich schlecht ist, wenn man bedenkt, dass ich ADC sein will oder mainen möchte. Naja, ist auch egal. Ich komme nochmal zur Mitte. So, also die müsste mal da vielleicht die Minions wegmachen. Das wäre ganz cool.
Ja, okay, sie geht die Minions wegmachen, das ist gut. Ja, okay, es war jetzt ein bisschen blöd, also ich hätte vielleicht nicht so weit nach vorne gehen müssen. Dann hätte ich auch nicht so auf die Schnauze bekommen. Aber es waren auch 5 Leute. Das war das ganze Gegnerteam gegen mich und Morgana und... Ja, keine Ahnung, da kann man auch nicht so viel machen, vor allem weil ich da voll reingelaufen bin. Also, das war echt schon ein bisschen blöd eigentlich. So, den haben wir jetzt aber dafür easy. Nice. Den haben wir auch easy. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und den kriege ich auch noch. Wenn ich den kriege, das wäre lustig. Ja, okay, nice. Das ist ein bisschen fies, dass ich den so abgezogen habe. Oh nein. Okay, nice. Ich weiß nicht, warum meine Kuh nicht getroffen hat. Ich glaube, die gehen gar nicht so weit. So, also jetzt hier zum Beispiel, ich bin jetzt so eher der taktische Spieler und deswegen gehe ich jetzt gleich nach oben und mache da den Tower auch noch kaputt, den da. Weil es, glaube ich, bringt meinem Team halt mehr, als wenn ich jetzt irgendwelche Kills mache, die mir dann im Endeffekt nur selber Gold geben. Beziehungsweise geht das halt auch, also ich glaube, im Endeffekt sieht man es auch in den Statistiken, dass unser Team halt mehr Gold hat, aber ich glaube, das bringt gar nicht mal so viel. Und ja, wäre halt auch blöd, wenn ich jetzt sterbe, weil wenn man halt Leute angreift, ist auch immer das Risiko, dass man stirbt. Und wenn man stirbt, dann habt ihr ja gesehen, dauert es ein bisschen, bis man respawnt. Ist ja klar, weil das macht ja auch nochmal ein bisschen mehr Spaß dann, weil das Sterben dann halt wirklich schlimm ist. Und am Anfang vom Game ist man noch ganz kurz nur tot, aber später ist man dann locker schon, ich weiß nicht, 70 Sekunden oder so down, wenn man halt stirbt. Also ich glaube, Draven nehme ich im 1v1. Wow. Okay, das war auch knapp. Oh fuck. Nice, das ist da reingelaufen. Oh, jetzt muss ich aber ganz schnell hier weg. Oh, wie die alle hinter mir herlaufen. Vor allem, wie Blitzcrank mich einfach gleich grabben wird. Okay, da wird es sich hinbekommen, weil hier vorne schon der Tower ist. Ist natürlich auch nice. Jetzt kann ich hier ein bisschen Help gebrauchen, das wäre ganz nice, wenn ich ehrlich bin. Da kommen wir gerne. Nein. Lauf. Ich könnte sie auch healen, fällt mir gerade auf. Ich mach jetzt erst mit den Minions. Oh ja, nice. Das war gut von Morgana. Nein. Wow. Nein. Ich muss mich... Ich hab doch... Ich wollte mich healen und ich wollte flashen. Das hat beides nicht funktioniert. Ja. Nice, okay, sie hat den noch bekommen. Geil. Ist natürlich schon geil, wenn man die Leute halt so... Also sie hat hier diese Attacke, dass sie die Gegner so festhält quasi, dass sie sich nicht bewegen können. Das ist immer noch Stun übrigens. Und wenn man das im Tower macht, dass der Tower den quasi die ganze Zeit noch abschießt, während er halt sich nicht bewegen kann. Das ist natürlich ziemlich OP. Ja. Wollte ich nur kurz angemerkt haben. So. Ach man, 3 von meinen Toten waren unnötig. Also ich weiß nicht, aber die 3 Tote waren eigentlich alle relativ unnötig. Vor allem der mit dem Gebüsch, das ärgert mich voll, dass ich da einfach so YOLO hingegangen bin. Das mache ich normalerweise nicht. Naja, ich wollte cool sein in der Aufnahme. Wollte ich mal so den... Ja. Naja. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, über was man so reden soll. Bei so einem 40-Minuten-Commentary oder so. Also, es geht jetzt schon eine halbe Stunde und ich habe die ganze Zeit geredet. Das ist voll krass. Vor allem bei mir ist es immer so, wenn ich so SG zum Beispiel aufnehme, danach ist mein Mund irgendwie so, so richtig, keine Ahnung, weil ich halt versuche durchgehend zu reden. Und danach ist mein Mund meistens so richtig down. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. 40-Minuten-Commentaries, Alter. Scheiße, Mann, das wird nichts. Nein, also es macht auf jeden Fall Spaß. So, finde ich jetzt zumindest, macht mir schon relativ viel Spaß. Aber... Okay. Ja, wir machen jetzt dasselbe, schätze ich. Wir sind jetzt alle zu fünft. Wenn jetzt einer von denen herkommt, dann ist er ein bisschen tot. Gut. Oh, warte, jetzt kommt da jemand. Der hat sich bestimmt auch gewundert. Ja, Mann, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man im Gebüsch quasi ist und nicht der ist, der halt getrappt wird. Komm schon. Ja, nice, hab einen Normal Hit bekommen. Ich schieße ihn jetzt einfach ab, mal gucken, ob ihn das tötet. Ich glaube nicht. Oh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ihn das tötet, ehrlich gesagt. Sonst hätte ich schon früher geschossen, wenn ich das gewusst hätte. So, ich komme nochmal hoch. Ist der Drake eigentlich in 20 Sekunden oder dann? Weil ich habe da dieses Aufnahmeding habe ich da über, weil normalerweise habe ich das auf der rechten Seite oben. Ja, das wäre halt richtig unnötig. Kriege ich noch Farm? Ja, nice. Also normalerweise habe ich es halt hier an der rechten Seite, aber das würde halt verdecken, wie viel Farm ich habe und meine Stats und so. Und deswegen habe ich es halt jetzt in der Mitte und deswegen habe ich jetzt nicht gesehen, wie lange der Dings noch braucht. Okay, noch 3 Minuten glaube ich jetzt noch.
So, ja, okay, wir machen jetzt Baron. Also das große Vieh hier, das nennt man den Baron. Und wenn man den tötet, der kriegt halt so ungefähr alles im Spiel. Also unser Team kriegt dann so einen richtig heftigen Buff quasi. Also unsere Minions werden stärker, wie selber. Okay, das kann man da, glaube ich, auch alles lesen, was das kann. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Vorteil. So was Ähnliches gibt es nochmal hier unten, das ist der Dragon. Ich weiß nicht, habe ich den schon mal gezeigt. Und der bringt halt vor allem halt so Angriffsschaden und so weiter. Und ja, ist eigentlich ziemlich cool. Und ihr seht jetzt auch so hier die heftigen Sachen da um mich rum. Und jetzt, Alter, guckt euch das mal an. Normal Hit und der Typ ist down. WTF. Das ist voll krass, wie viel Damage ich mache. Ich weiß nicht, soll ich da ranflashen? Ich glaube, das ist unnötig. Ja. Ich hole mir mal Chaco. Das finde ich nämlich ein bisschen frech, dass der da unten rumgammelt. Wenn ich ehrlich bin, weil der pusht da jetzt auch wieder solo durch, glaube ich. Also hier ist der Dragon normalerweise. Also ihr seht auch, das Spielfeld ist eigentlich genau dasselbe, nur als spiegelverkehrt. Und hier ist halt der Dragon und da ist halt der Baron. Und oh Mann. Oh, warte, ich sollte mich da mal rüberdingsen. So. Den hole ich mir. Hier irgendwo ist der. Da ist er. Nice, easy. So, dann müssen wir die Minions da oben noch wegmachen. Alter, guckt euch das mal an, wie viele Minions das sind. Das ist voll krass. Also wie gesagt, Minions und so darf man auch eigentlich nicht unterschätzen. Weil die sind halt echt schon. Also die können auf jeden Fall was reißen im Spiel. Auch später, wenn diese OP-Minions da kommen, das ist auch richtig Kraft. Krass. Ja, das ist richtig Kraft, Mann. Das ist richtig krass, finde ich. Und hier seht ihr jetzt, das sind die Baron-Minions. Die haben jetzt auch so einen richtig heftigen. Ja, so einen. Keine Ahnung. Die glitzern, sind größer, stärker, kassieren oder tanken mehr Schaden quasi. Ja, ich laufe jetzt mal hier rum und laufe dann noch da, weil da sind, glaube ich, ziemlich viele Gegner. Also ich glaube, ich habe eben drei gesehen oder so. Und die können wir uns ja alle holen, weil ich bin jetzt richtig gefeedet. Also gefeedet nennt man es, wenn man halt so richtig viel Gold schon hat und gute Items hat. Und wenn jemand feedet, dann stirbt er halt die ganze Zeit und gibt dem Gegner quasi free Gold. Ja. Also, eigentlich ist das Spiel voll nice. Das habe ich schon viel zu oft gesagt. Das ist echt ein richtig geiles Spiel. Das muss man einfach mal sagen. So, ich schieße da nochmal durch. Oh, ja, okay. Ich wollte gerade meine Ulti auf den machen. Den hätte ich ja sowieso bekommen. Kaum kriege ich den. Oh, diese Missgeburt macht sich da unsichtbar, genau in dem Moment. Naja, ich würde euch ja gerne nochmal den Dragon zeigen, ne? Also hier, wenn man dieses Ding hier kaputt macht, wie gesagt, Inhibitor. Dann steht da auch, dass wir jetzt diese Super Minions bekommen. Ich wusste gar nicht, dass die Super Minions heißen, aber kann ich euch hier gleich mal zeigen. Da hier, diese riesen fetten Dinger. Die sind da jetzt gespawnt und die sind voll krass ohne Spaß. Ne? Die sind so heftig. Finde ich zumindest. Und dennoch mit dem Baron-Buff. Also mit diesem, dass die Minions halt auch stärker werden. Das ist schon krass. Und hier seht ihr jetzt den Drachen. Ich finde, der sieht so episch geil aus. Ne? Ich finde den so cool. Also, ich weiß nicht. Ich finde, der sieht richtig geil aus. Ich mache den jetzt erstmal fertig. Weil man dann halt so ein bisschen mehr Damage und sowas bekommt. Und ich glaube, das versteckt sich auch, je öfter man den halt im Game tötet, weil das respawnt ja alle paar Minuten, also ich glaube 5 Minuten oder so respawnt er. Und ja, das ist eigentlich ziemlich nice, wenn ich ehrlich bin. So. Dann farm ich hier nochmal ein bisschen. Und ihr seht schon im Gegensatz zum Anfang, wie krass ich jetzt Damage mache und wie schnell ich schieße und alles. Das ist, finde ich, voll heftig. So. Also am Anfang vom Game ist es immer so ein bisschen langweilig, kann man fast sagen. Aber später wird es dann voll krass, finde ich. Also jetzt so in dieser Zeit, wenn jetzt die ganzen Teamfights kommen, wo man 5 gegen 5 spielt, das ist auch ziemlich cool, glaube ich. Ich kenne nochmal hier die Viecher, glaube ich. Oh nein, mal gerne, mal gerne, mal gerne. Raus da. Komm. Okay, ich wollte eigentlich den treffen, aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. So, den kriege ich aber, oder? Nein, nicht da reinstellen. Oh, du Missgeburt. Der stellt sich da einfach rein, wenn ich schieße. Ich glaube, es geht los. Oh Mann. Ich wollte eigentlich drin da mehr noch killen. Also da sieht man jetzt, ich bin gar nicht mehr so der Beste. Ich glaube, ich hätte da viel mehr holen können, aber naja, egal. Also ich probiere jetzt nochmal die Minions dazu bekommen. Ja, okay, ein. Wow. Jetzt kriege ich Damage vom Tower. Ja, das war geil. So, und jetzt seht ihr mal hier, wie viel der OP-Minion tankt. Das ist so krass. Jetzt seht ihr auch, wie viel Damage ich mache. Das ist auch voll krass eigentlich. Ich meine, guckt euch das mal an. Das finde ich voll heftig. Guckt euch das mal an, wie krass, Alter. Naja, ist auch egal. Da. Nochmal ein bisschen Damage bekommen vom Tower. Auch nicht schlecht. Wegen Blutdürster, wegen diesem Item, da kriege ich jetzt auch mehr Lifesteal. Also, wenn ich jetzt Schaden mache, dann kriege ich halt Leben dazu. Ich weiß nicht, wie viel Prozent ungefähr. Aber das ist eigentlich auch voll nice, weil ihr müsst überlegen: Ich bin halt ADC, mache richtig viel Damage und dann kriege ich noch wieder Leben dazu. Dafür, dass ich Damage mache quasi.
Das ist natürlich nice. Oh, Jungs, 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 Jungs. Okay, das war nichts. Aber ich mache irgendwie kein Damage gerade, kann das sein? So ein bisschen. Okay, die Trap war jetzt eigentlich unnötig, aber ich mache die eigentlich voll weg, wenn ich... voll gerne hinter mich, wenn ich weglaufe. Ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen, kaputt von meiner, Sprachbegabung her. Nein, keine Ahnung, also ich habe genug geredet für heute, würde ich sagen. So, und ich habe jetzt alles, was ich mir normalerweise kaufe. Ich bringe es mal in die Reihenfolge, in der ich es immer habe. So, in der Reihenfolge habe ich es immer und jetzt... Jetzt kann ich Leute killen gehen, weil ich habe halt, wie gesagt, jetzt alles, was ich eigentlich brauche. Und ich kann jetzt nicht mehr wirklich was aufbessern. Ich könnte die Schuhe noch besser machen, aber ja, okay, ist auch egal. Und jetzt muss ich halt diesen Vorteil ausnutzen, dass ich halt schon komplett alles habe, was ich brauche und die Gegner halt noch nicht. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen angreifen und probieren, die noch ein bisschen zu zerstören. Oh, Jungs, Alter, habt ihr den Schuss gesehen? Den einen Schuss, wie viel Damage das macht? Guckt euch das mal an, Alter, der kann mich doch reinsehen, juckt mich nicht. vor allem der Hund bellt einfach voll oft. Das ist schon das zweite Mal der Aufnahme, glaube ich. Und der bellt. Oh Gott, der bellt immer in den unpassendsten Momenten. Wirklich. Das ist so krass. Lol. Ja, nice, hat ihn noch bekommen. Das dürfte ihn töten eigentlich. Ja, nice. So, ja, ich weiß nicht, soll ich schon finishen? Ich glaube, ich... Also manche Games machen halt so Spaß, dass man halt gar nicht finishen möchte. Aber die hier wollen das anscheinend. Lol. Ich baue einfach zwei Hits für den, scheiße. Das ist natürlich geil. Okay, ich glaube, die wollen hier finishen, das ist auch gut, dann muss ich nicht so lange hochladen eigentlich. Andererseits, ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger spielen, weil, keine Ahnung, ich bin jetzt halt schon so gefeedet, wie es geht eigentlich. Und, ja, keine Ahnung, dann würde ich jetzt noch ein paar Kills machen, vielleicht, wenn es geht. Aber ich probiere mal den 1-1 zu nehmen. Die läuft da rein, dann tankt sie die ganzen Damage quasi. Das ist gut. Ja, ich würde sagen, ich hole mir jetzt noch ein paar Kills, wenn es geht. Ich probiere es zumindest. Oh, fuck. Juckt mich nicht. Ich bin gestorben, das war richtig unnötig. Oh Gott, war das schlecht. Ja, da seht ihr es, wenn ich versuche Kills zu machen, dann passiert sowas. Oh Gott, das war peinlich. Na, scheißegal. Jetzt machen die den Nexus kaputt und den haben wir gewonnen. Yay. So, zerstört ihn, zerstört ihn, zerstört ihn. Ja. Und das war's. Wir haben gewonnen. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat die erste Episode soweit gefallen. Also war jetzt ein bisschen komischer Start, finde ich. So, keine Ahnung. Aber in den nächsten Episoden werde ich dann probieren, so ein bisschen mehr aufs Gameplay einzugehen vielleicht. Und auch irgendwie, keine Ahnung, halt ein bisschen mehr League of Legends einzugehen. Ich werde natürlich auch andere Champions spielen. Also ich werde jetzt nicht immer denselben spielen. Obwohl ich halt im Moment eigentlich Caitlyn spiele, aber ist ja egal. Aber ja, ich würde einfach sagen, ich mache jetzt meinen Filzstift zu. weil ich den, keine Ahnung, schon wieder in der Hand habe. Und naja, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Caitlyn in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Wünsche, irgendwas habt zu League of Legends, schreibt mir das mal in die Kommentare. Also es würde mich echt unbedingt interessieren, weil das ist jetzt so das erste Video und ich möchte halt gut machen. Ich möchte machen, dass es ein gutes Video wird oder halt die nächsten Videos besser werden quasi. Und deswegen wäre ich halt für konstruktive Kritik offen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Vielleicht League of Legends, vielleicht Minecraft, mal schauen. Und ja, Leute, vergesst nicht das Hashtag Caitlyn. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.